mehr als 80 Jahren Erfahrung im Beschaffungsmanagement wissen wir, worauf es ankommt. Bei der SMS steht der Kunde im Vordergrund. Wir wollen Abläufe rund um das Thema Warenbeschaffung erleichtern und bieten das komplette Paket. Wir unterstützen bei der Planung und liefern die Waren termingerecht. Ob die Ausleuchtung eines Schaufensters oder ganze Burgen wie in Solingen, wir von der SMS beraten Sie gerne bei Ihrem Vorhaben. SMS, für Elektro sind wir da. Ich bin heute hier am Ernst-Moritz-Arns-Gymnasium, denn heute findet hier die 100-Jahres-Feier statt. Und wir sind jetzt in einem der vielen Klassenräume und neben mir ist jetzt eine Schülerin, der Emma. Wie findest du die, Emma? Also ich finde, das ist eine sehr gute Schule, also ich liebe die Schule. Und ich bin im Projekt, also PROM, das ist so Montessori-Klasse. Und da habe ich heute, also haben wir heute die Projekte, also das, was wir im PROM machen, vorgestellt, also die Sachen. Seit wann bist du dann heute hier? Seit 12:30. Und gleich ist Schluss oder geht's noch weiter? Nee, ich muss noch ein bisschen hier bleiben. Dann viel Spaß. Ja, danke. Ich stehe jetzt hier mit Hans-Heinz Schumacher, Schulleiter des Ernst-Moritz-Arns-Gymnasium. Ja, Herr Schumacher, heute findet die 100-Jahr-Feier statt. Was findet hier alles genau statt? In welchen Räumen? Also es gibt eine ganze Menge, vom Festakt angefangen. Es sind viele Ausstellungen in den einzelnen Räumen der letzten Projektwoche. Aber wir präsentieren natürlich auch unsere Profile, die wir haben, das Besondere an unserer Schule in anderen Räumen. Natürlich ist fürs Wohl auch gesorgt, Getränke, Essen und natürlich eine ganz lange musikalische Nacht, kann man schon fast sagen. Wir werden bis 22 Uhr in der Aula Schüler, Eltern und Lehrerbands hören. Ja, wir übertragen ja auch schon seit geraumer Zeit aus der Aula viele Auftritte. 100 Jahre Ernst-Moritz-Arns-Gymnasium, wie blickt man da zurück? Ist man stolz, dass man sowas erreicht hat? Ich glaube, wenn ich heute mitbekomme, wie viele Ehemaligen hier sind, dann kann man stolz auf die Vergangenheit zurückblicken, denn die fühlen sich immer noch sehr wohl in diesem alten Gemäuer. Allerdings, das ist natürlich für mich natürlich noch viel wichtiger, dass sich natürlich die aktuellen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, man kann sich umschauen, das Haus ist immer noch sehr, sehr voll, dass die sich auch bei uns wohlfühlen. Und darum geht es auch, dass wir eine Schule haben, wo die Schüler sich zu Hause fühlen können. Also eine Art Heimat. Und zwar alle. Egal, wo ihre Herkunft ist. Hier ist Heimat für die. Die ganzen Attraktionen, die auch in den Schulräumen stattfinden, die haben auch die jetzigen Schüler gemacht, oder? Ja, vor allen Dingen. Natürlich hier und da haben auch Ehemalige dazu beigetragen, dass es zu Dokumentationen kommt über die Vergangenheit der Schule. Dann danke ich Ihnen für das Interview. Das war's dann hier von der 100-jährigen Feier im Ernst-Moritz-Arns-Gymnasium. Wir freuen uns auf weitere Jahre hier in Remscheid.